Nemesis. Liam. Schön, dass du endlich dein wahres Gesicht zeigst, Burden. Schön, dass wir alles zerstören, dass wir alles zerstören mussten, damit wir miteinander reden können. Hast du wirklich geglaubt, du könntest Xenolifer aufhalten? Ich bin nicht hier, um dich zu vernichten, sondern um Xenolifer zu retten. Ich respektiere dein Ziel, du Idiot. Ich will dir helfen. Ich bin's leid, mit anzusehen, wie derjenige, der die Welt in eine bessere Zukunft führen könnte, ein ums andere Mal durch Enttäuschungen verdorben wird. Trotzdem komme ich immer wieder, um dich aufzuhalten. Was redest du da? Diese Diskussion haben wir schon eine Million Mal gehabt. Keine Ahnung, wieso ich immer noch davon träume, dich überzeugen zu können. Aber versuchen muss ich es. In der Hoffnung, dass ich dich einer unseren Begegnungen auf den richtigen Weg kriege. Hast du den Verstand verloren, Burden? Vermutlich. Also appelliere ich auf die einzige Art an dich, die je Erfolg hatte. Kämpfe mit mir, Liam. Lass dir ein bisschen Verstand in ein verdrehtes Hirn prügeln. Und jetzt wird's ernst, Burden. Du kannst nicht siegen, Liam. Was? Antäuschen? Ducken. Was dir nicht gehört, kannst du doch nicht opfern. Das ist einfach Mord, das ist Krieg. Nenn's doch, wie du willst. Das Einzige, was zählt, ist, was wir erreichen werden. Was ihr erreichen werdet, ist ein Wandel, der auf Unterdrückung fußt. Selbst wenn es euch gelingt, werdet ihr einfach nur die nächste kostellare Föderation. Man kann den Leuten die Veränderung doch nicht aufzwingen. Man muss ihnen zeigen, warum die Welt eine bessere wäre, wenn alle frei sind. Ha! Und ich dachte, ich bin ein Träumer. Die Leute, die dich in, die das eigentlich... Was? Die Leute, die sind das eigentliche Problem. Die Kostellare Föderation hat die Welten erobert, aber es ist der Mensch, der sie versklavt. Du weißt besser als jeder andere, dass wir alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Der nächste Schritt ist entweder Vernichtung oder Kapitulation. Und vor einer von Menschen dominierten Welt werde ich nicht kapitulieren. Das ist dein Tod. Geh zurück auf den richtigen Weg, Liam. Da bin ich wieder. Übles Schicksal, 7 Jahre auf die nächste Runde. Was? Übles Schicksal, 7 Jahre auf die nächste Runde warten zu müssen. Trotzdem ist mein Sieg unaufhaltsam. Hat der Schlag dir das Hirn vernebelt? Jetzt wird's ernst, Burden. Du kannst nicht gewinnen, Liam. Jedes Mal, wenn ich wiederkomme, kenne ich deine Moves besser. Jedes Mal, wenn du... Was? Halt's Maul und mach dich bereit. Jetzt wird's ernst, Burden. Du hast ja mal gesagt, dass es keine Revolution ohne Blutvergießen gibt. Kann ich... Was? Dann ist das die perfekte Entschuldigung. Siehst du das hier nicht, Burden? 4 Milliarden Leben. Das ist viel mehr als Blutvergießen. Du hast mich gelehrt, dass man nie aufgeben soll. Du hast mich gelehrt, was das Wort Opfer wirklich bedeutet. Wenn es um die Zukunft des Universums geht, Gactus 7 zu opfern, ist das nichts anderes als eine Geißel zum Töten. Liam! Das ist es, Burden. Das ist es, was wir die ganze Zeit wollten. Ich habe keine Angst vor der Kostellaren Föderation. Wenn du wieder zu uns kommst... Das kann ich nicht. Was? Bei der Combo werde ich... Was? Ob-Mahun-Techniken? Mach ich auf. Hör auf, Liam! Gib endlich auf! Ich will dich nicht töten! Ach, bei Gelb blockt er also. Verdammt, ich lasse mich doch nicht von einer einzigen Person davon abhalten, die Sklaverei zu beenden. Ich will Freiheit, genauso sehr wie du. Aber so wird das nichts. Krieg gegen die Kostellare Föderation ist Selbstmord. Nein, ich kann gewinnen, Burden. Lass mich siegen. Du bist der Experte für Selbstmordkommandos. Hast du kein Vertrauen in meine Kraft? Doch, natürlich.
Du kannst die Welt verändern, Liam, aber ich darf nicht zulassen, dass du dass du alles verdirbst. Ich nutze deine eigene Stärke gegen dich und besiege dich. Ich will dich nicht töten. Oh, weißt du, stimmt mich irgendwie traurig, dass du dich nie an unsere Kämpfe erinnerst. Ich hoffe, es ändert sich was, wenn ich dich schlage. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Hör auf mit dem Quatsch. Das ist das erste Mal, dass du mit mir kämpfst. Und das letzte. Jetzt wird's ernst, Burden. Was stimmt nicht? Irgendeine Sache ist nicht real. Du verstehst die Vernichtung von Gaktus 7 als Demonstration der Stärke? Aber das zeigt nur deine Schwäche, Liam. Und du hast ihr nachgegeben. Bist den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Nein, das war keine einfache Entscheidung, Burden. Was getan werden musste. Ich hatte auf dich gesetzt als Inspiration für das, was ich tun musste. Für diesen Weg. Dein ewiges Gerede von Opfern für das Gemeinwohl, wie du es genannt hast. Denk mal darüber nach, wie riesig das Universum ist. Denk mal nicht nur an die Alienvölker, die von der Kostellaren Föderation versklavt wurden. Ich rede davon, dass wir die größte Gefahr aller Zeiten für das Leben in diesem Teil des Universums daran hindern müssen, sich auszubreiten. Wenn Xenolithern das nicht schafft, steht die ganze Galaxis auf dem Spiel. Alle Lebensformen, selbst solche, die noch in der Entwicklung sind, können aussterben. Gar nicht erst anfangen zu leben. Aber du weißt, dass ich recht habe. Tanz mit mir. Dir werde ich's zeigen. Weiter als bis hier kommst du nicht. Oh, for fuck's sake. Der erste Schwertstoß langweilt mich allmählich. Lass dir mal was anderes einfallen. Was? Wie hast du das? Egal, zum Ausweichen bist du nicht schnell genug. Wenn ich weiß, was kommt, brauche ich nicht schnell zu sein. Ich zeig's dir. Jetzt wird's ernst, Burden. Stopp. Ich hab an dich geglaubt. Nach all den Jahren voller sinnloser Kämpfe hast du dich als Schlüssel zum wahren Handel erwiesen. Aber du brichst immer wieder neue Konflikte vom Zaun. Komisch, dass ausgerechnet du dich betrogen fühlst. Wenn du wieder mal den wahren Wandel willst, dann bleib deine Überzeugung treu, wenn du dich Xenolifa anschließt. Du versteckst dich hinter deiner Pflicht, aber du hast Politiker getötet, Schiffe der Föderation in Stücke geschossen. Alles im Namen von Xenolifa. Das war meine Mission. Ha! Erst wenn du diesen dummen Militärkodex fallen lässt, wirst du wirklich frei sein, mein Freund. Aber das kannst du ja im nächsten Leben tun. Denn in diesem werde ich ein Ende bereit machen. Jetzt lernst du meinen Xenosuit kennen. Na, jetzt kommt das Schwert. Ducken. Hup. Du kannst nicht siegen, Liam. Ich glaube. Antäuschen? Okay, dir werde ich zeigen. Bam! Du kommst mir nicht davon. Gib endlich auf. Jetzt kommt auch ein Schlag. Okay, wenn er. Ergib dich ein für alle Mal. Hältst du dich für unaufhaltsam oder sowas? Aber das ist das Ende. Heute, Burden. Einer von uns wird hier sterben. Ich versuche, dich nicht zu töten. Wenn das so ist, dann bist du vermutlich derjenige, der heute stirbt. Jetzt wird's ernst, Burden. Ducken. Hup. Wie kannst du dir so sicher sein? Wie kommst du darauf, dass du recht hast? Ich tue nur, was jede andere Lebewesen in diesem Leben tun würde. Kämpfen für das, woran man glaubt und was man für richtig hält. Aber wie können 100 Rebellen ihr Glauben für den von Milliarden und Abermillionen im ganzen Universum stellen? Weil sie an gar nichts glauben. Sie kämpfen nicht. Sie leben einfach nur. Das Leben, das ihnen die Kostellare Föderation zugedacht hat. Wenn wir ihnen Lebensstil demonstrieren, werden sie anfangen, Fragen zu stellen. Und das wird Xenolifer heute tun. Also, packt ihr eure Anforderungen zum Nachdenken einfach mal so in die 4 Milliarden Leben? Es ist der Anfang vom Ende, Burden.
Bei der Combo verwende ich was? Obmahuna-Techniken. Okay, ducken. Mich kannst du nicht töten. Okay, hier kommt jetzt ein Tritt. Tritt. Und Tritt. Ne, jetzt hat er Block. Jetzt kommt das Schild, das heißt, ich kann antäuschen. Zap! War Everglass nicht eine neutrale Organisation? Weshalb sind sie dann so erpicht darauf, die Kostellare Föderation zu verteidigen? Sind sie nicht. Zunächst hatten wir Xenolifa infiltriert, um zu sehen, ob man eure Ziele in eine gute Richtung lenken könnte. Ihr solltet eine Art Ass in unserem Ärmel sein, um letztendlich die Vorherrschaft der Kostellare Föderation zu schwächen. Aber Völkermord dürfen wir nicht dulden. Das kann ich dir nicht durchgehen lassen, Liam. Erzähl keinen Scheiß. Jetzt ist Schluss mit lustig. Hör auf, Liam. Weiter als bis hier kommst du nicht. Blocken. Okay, ducken. Blocken. Jetzt wird er, glaube ich... Jetzt kann ich antäuschen. Nee. Blocken. Nein, nicht blocken, nein! Okay, bitte Liam, kümmere dich um deinen Kram, du Held. Jetzt wird's ernst, Burden. Du kommst mir nicht davon. Wie kannst du dir so sicher? Ja, das kennen wir ja schon. Ducken. Jetzt kommt, blocken. Blocken. Und blocken. Und antäuschen. Verdammt, ich lasse mich doch nicht von einer einzigen Person davon abhalten, die Sklaverei zu beenden. Okay. Ducken. Jetzt kommt ein angetäuschter Schlag. Das heißt, ich werde jetzt zuschlagen. Obwohl. Nee, ducken. Ah, nee. Was ist denn? Ich war eigentlich auf... Ich war eigentlich auf markige Sprüche vom legendären Sergeant. Diesmal gibt's bloß Prügel. Wenn ich dich jetzt nicht schlage, dann nächstes Mal. Jetzt wird's ernst, Burden. Okay, ducken. Ich habe an dich geglaubt. Noch all die Jahre voller sinnloser Kämpfe. Hast du dich alles Schlüssel zu wahren Wandel erwiesen. Aber du brichst immer wieder neue Konflikte vom Zaun. Okay, ja, das kennen wir schon. Ducken uns jetzt. Ist ja wirklich episch, das Ende, ne? Das ist wirklich fucking episch. Jetzt geht er runter und schlägt. Das heißt, wir können schlagen. Nein. Was können wir denn machen, wenn er das macht? Ducken. Okay. Blocken. Blocken. Und blocken. Und blocken. Jetzt müssen wir... Das hat auch nichts gebracht. Scheiße. Okay, dann dürfen wir also nur nach hinten springen bei der Aktion. Ducken. Es gibt nichts, was ich bei dieser Aktion ansonsten tun könnte. Ducken. Blocken. Ducken. Schlagen. Antäuschen. Verdammt, ja, ja, das kennen wir. Lass dich nicht von einer einzigen Person blocken. Blocken. Mann, hör auf damit! Ducken. Blocken. 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 Und antäuschen. Was dir nicht gehört, kannst du nicht opfern. Das ist einfach Mord. Das ist Krieg. Nenn's doch, wie du willst. Das Einzige, was zählt, ist, was wir erreichen werden.
Was ihr erreichen werdet, das ist ein Wandel, der auf Unterdrückung fußt. Selbst wenn es euch gelingt, werdet ihr einfach nur als nächste, nächste kostellare Föderation, kennen wir ja, blocken. 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 Schlagen. Rückwärts springen. Blocken. Antäuschen. Ich hab an dich geglaubt. Nach all den Jahren voller sinnloser Kämpfe. Ja, das kennen wir ja. Aber was soll ich denn hier tun? Ich kann nur rückwärts springen. Ansonsten macht er mich komplett fertig. Blocken. Ha, fuck. Fuck. Okay. Dir werde ich zeigen, was kann ich denn tun? Ich kann blocken, mal versuchen. Nein, das hört uns auch. Okay, aha, hier kann ich also auch schlagen. Na? Gib endlich auf! Du hast mir mal gesagt, dass es keine Revolution ohne Blut, ja, okay, ohne Blutvergießen gibt. Du hast den Titel Legende wirklich verdient. Wie konntest du... Du bist ein viel besserer Kämpfer als ich. Ich habe nur gewonnen, weil ich schon 1 Million Mal mit dir gekämpft habe. Und heute habe ich dich zum allerersten Mal geschlagen. Du sagst andauernd solche Sachen, aber ich kapier's irgendwie nicht. Ich kapier's auch nicht. Weil wenn ich sterbe, wache ich jedes Mal in einer Wüste wieder auf. Und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Der einzige Moment, in dem ich mich wirklich weiß, wer ich bin, ist hier. Im Weltraum. Und ich frage mich... Warum mache ich mich jedes verfluchte Mal vom Neuem auf die Jagd nach dir, Liam? Wenn die Götter dabei die Hand im haben die Götter dabei die Hand im Spiel? Erlauben sie sich einen Spaß mit uns? Burden. Ich hatte gehofft, wenn ich dich schlagen würde, wenn ich diese üble Welt wenigstens ein einziges Mal retten würde, dann würde mir endlich alles klar. Aber nichts ist mir klar. Verdammte Scheiße. Was soll ich denn sonst noch machen, hm? Scheiße. Abram. Ich verstehe nicht ganz, wovon du sprichst. Aber wenn du wirklich schon 1 Million Mal mit mir gekämpft hast, dann hast du 1 Million Mal mehr diese moralische Dilemma gestanden als ich. Und da du mich immer aufhältst, egal wie, sollst du wählen. Entscheide dein Schicksal selbst. Zum ersten Mal in den Millionen Leben, die du gelebt hast. Sind meine Ziele denn so falsch? Ist die Rettung von Gactus 7 es wirklich wert, dass die Kostellare Föderation weiter an der Macht bleibt? Oder hätten all die anderen Leben, die du jedes Mal freigibst, wenn du mich aufhältst, eine faire Chance verdient? Weißt du, das ist mir eigentlich egal. Ich bin's leid, dass ich immer derjenige sein soll, der die schweren Entscheidungen trifft. Aber ich mach's. Das ist mein letztes Geschenk an die Menschheit. Gehe ich zu Everdusk oder Xenolifa? Rette ich 40 Milliarden Menschen? Oder befreie ich die gesamten Aliens von der Kostellaren Föderation? Okay, denken wir mal die Optionen nach. Also, wenn ich zu Xenolifa gehe, dann werden die jetzt die Aliens befreien und werden dann höchstwahrscheinlich einfach die neue Kostellare Föderation wieder Leute kommen, die wieder befreien wollen. Das ist circa genauso wie in StarCraft 2. Das wette ich, hundertprozentig. Aus diesem Grund werde ich jetzt dir davon abhalten und werde zu Everdusk gehen. Leb wohl, Liam.
Pass gut auf die Welt auf, dass ich die ich dir überlasse. Ich habe es ernst gemeint, als ich sagte, ich habe an dich geglaubt. Goodbye. Haben wir es geschafft? Das Spiel ist zu Ende. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, warum der Typ, wenn er stirbt, immer wieder wiederkommt. Es ist einfach unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Ich glaub's einfach nicht. Ich habe damit gerechnet, dass es vielleicht so ein Spiel wird, wo ich schwere Entscheidungen treffe, wie bei dem Browser-Spiel. Aber ich hätte nie gedacht, dass die Story so packend wird, dass ich jetzt am Ende wirklich hier sitze und glaube, das Spiel hat sich echt gelohnt. Es hat sich wirklich echt gelohnt. Es war ein wirklich super geniales Spiel. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß damit. Ich bin heute in die Aufnahme gegangen mit dem Auftrag, schaff die Wüstenmission und hoffe, dass du nächstes Mal eine tolle neue Aufnahme kriegst. Was habe ich gemacht? Ich habe die Wüstenmission zufälligerweise geschafft. Die wirklich aus dem Kontext war, die war wirklich beschissen. Ich mochte die wirklich nicht. Und sonst waren alle Missionen geil. Und jetzt bin ich hier am Ende und denk mir nur so, dieses Spiel ist der absolute Hammer. Ich wüsste jetzt wirklich, warum er immer wieder zum Leben erweckt wird. Ob er irgendwie ein Kenny ist oder so, ich weiß es nicht. Aber im Gesamten war das Spiel wirklich, ist das wirklich Spiel wirklich ein sehr geniales Spiel und ich bin wirklich beeindruckt, was diese Menschen, die ihr da links seht, erreicht haben mit diesem Spiel. Es ist wirklich unglaublich. Wer ist denn der deutsche Übersetzer? Ulrich Mühl. Ulrich Mühl, du hast mir das Übersetzen leicht gemacht. Dankeschön. Dafür müsste ich nichts übersetzen. Es war wirklich beeindruckend. Ich hoffe auch mal, dass die Zuschauer, die jetzt nur wegen Gods Will Be Watching auf meinem Kanal waren, mich jetzt auch nicht verlassen, nur weil ich jetzt das Spiel jetzt zu Ende ist. Es ist klar, das ist wirklich ein geiles Spiel. Ich werde auch gucken, dass ich jetzt wieder neue Sachen spiele. Aber fürs Erste war das mit Gods Will Be Watching. Ich versuche, vielleicht mache ich demnächst auch noch mal ein paar Missionen, wo ich dann die Herausforderung versuche zu schaffen. Das heißt, ohne einen zu opfern, die Mission schaffe oder ähnliches. Das würde ich auch noch mal lieben gerne probieren. Natürlich auf Anfrage. Das heißt, wenn ihr in die Kommentare schreibt, Schimmel, ihr möchtet, dass es weitergeht, also bitte macht die Herausforderungen, werde ich versuchen, so viel es geht davon zu machen. Außer die Nervous-Mission, weil die habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Aber ansonsten werde ich mit Liebe und so also würde ich mit Liebe mich liebend gern die Herausforderung versuchen und so viel es geht zu schaffen. Also Tiere, die uns unterstützt haben. Oh, wie geil. Scorpion Koala. Das Special Scorpion Koala, okay. Naja. Also, ich werde die Herausforderung machen, wenn ihr es wollt. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich die Herausforderung mache. Ansonsten könnt ihr natürlich jederzeit ein neues Projekt vorschlagen. Ich bin mal offen. Ansonsten würde ich jetzt als nächstes Super Meat Boy planen. Also, wenn ihr wollt, Super Meat Boy kommt als nächstes. Das ist mein Plan. Außer ihr sagt mir was anderes. Da gucke ich, ob ich das mache. Ansonsten werde ich, ja, die Herausforderung weiterspielen. Also sagt Bescheid. Ihr habt drei Wahlen, da sagen wir zwei. Entweder die erste Wahl ist, ob ich die Herausforderung mache oder nicht. Und die zweite Wahl ist dann halt nur, ob ich entweder Super Meat Boy mache oder ein anderes Projekt. Sucht euch das aus. Okay? Gut. Vielen Dank fürs Spielen. Im Ernst. Vielen, vielen Dank. Ja. Und ich sage auch nochmal vielen Dank fürs Zuschauen dieses super genialen Projektes. Oh mein Gott, hat das Spaß gemacht. Dieses Spiel ist so genial. Ich wusste, dass es weitergeht. Epilog, Broken Hourglass. Gods will be watching. Und es geht weiter.
Wir haben es geschafft. Du hast Gactus 7 befreit. Ja, was haben fast alle gemacht? Delover Digital. Deconstruct Team. Okay. Gucken wir jetzt mal kurz in die Galerie, was wir alles freigeschaltet haben. Selbstrechtfertiges Opfer, Konzeptgrafiken zu Liam und Schamane. Okay, das ist also Liam und das ist Schamane. Schamane, ich habe nie gewundert, was es ist, aber es scheint tatsächlich, so eine Art Indianer auch Mensch zu sein. Ich glaube nicht, dass es ein Alien ist. Guck mal weiter. Tage voller leerer Worte. Alexander und Irving. Plus Liam. Irving. Er ist ja cool. Ich mochte den. Irving war wirklich cool. Liam. Ich hätte wirklich gewünscht, dass Liam. Ja, ich hatte auch Hoffnung in ihn. Also, er war wirklich ein sehr interessanter Charakter. Aber anscheinend ist er auch trotzdem verrückt. Konzeptgrafik zu Everdusk-Schiff. Okay. Ich interessiere den Charakter aber viel mehr. Konzeptgrafik zu Labor in der Höhle. Ach so, die haben die einzelnen Maschinen nur gehabt. Okay, und hier also das Gebiet, wo der Dings dran ist. Der Medusa-Virus. Das Everdusk-Team. Der Doktor, der zentrische Brandon und, ja, Sarah und ihr Mann Donald. Cool. Ihr seht, ich habe auch nicht alles freigeschaltet. Ein bisschen kommt was noch. Gekritzel aus dem Game Jam. Crappy Designs from the Game Jam. Achso, okay. Na, da ist ja der Brandon. Nee, gar nicht Brandon. Hier ist Brandon. Das ist ja Burden. Sah komisch aus. Oh, das Kapitel habe ich gehasst. Ich hab's gehasst. Schiffsdesign. Ja, der liegt da drin und da ist er auch. Ach ja, Burden. Illustration. Das Bild sieht verdammt episch aus. Ehrlich. Es sieht einfach episch aus. Ich muss es echt sagen. Geil. Burdens Tagebuch. Band 5. Jedes Mal, wenn ich von einer Mission zurückkehre, werde ich von Agentin Amble interviewt. Sie untersucht meinen anormalen Zustand. Sie versucht anscheinend irgendetwas in mir zu was? Zu was? Ich kann es nicht lesen. Lässt mich Weltraumspaziergänge absolvieren, um meine Träume aufzuschreiben. Ich kriege die Puzzleteile nicht zusammen, bis ich was? Anfing von Leuten zu träumen, bevor ich ihnen begegne. Von Liam. Ist Liam vor allem Gorn, hä? Vom Schaman und Xenolifer. Kurz danach erhielt Jack und ich von ECUK den Auftrag, Xenolifer zu infiltrieren. Was? Ambers Gesicht, als ich von ihren, was, als ihr von unserem letzten Auftrag erzählte, was? Verfolgt mich bis heute. Sie sah aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Okay. Konzeptgrafik, Piloten. Also ja, ich erinnere mich an die zwei Typen, die da saßen. So witzig. Und zum letzten die Konzeptgrafiken. Illustration, Abschied. Und das ist auch ein verdammt episches Bild. Krass. Also, das war Godspeed Watching. Wie schon gesagt, wir haben hier noch unsere Herausforderungen, die kann ich kurz zeigen. Auswertung. Ach so, meine Auswertung, ja klar. Spiel laden, Galerie, nein. Auswertung. Titelauswahl. Dafür müsste ich, glaube ich. Ich kann die euch zeigen. Dafür muss ich ja, glaube ich, in ein Kapitel gehen. Ich gehe mal kurz in ein Kapitel. Kapitelauswahl. Ich gehe mal ganz kurz ins erste Kapitel. Moment. Auf meinem Speicherplatz aber. So, wieder da. Ich musste ganz kurz die Sounddatei speichern. Das war mir jetzt wirklich sehr wichtig, dass sie jetzt nicht verloren geht. Und jetzt wollte ich kurz zeigen, was ich meine. Und zwar. Moment. Herausforderung, da sind sie ja.
Hier gibt es in jedem Level nochmal zusätzliche Aufgaben, die wir erledigen können. Und wie schon gesagt, wenn ihr möchtet, kann ich die Herausforderung in allen Leveln, bis auf den Wüstenlevel, das mache ich nicht mehr, machen. Das heißt, sucht euch aus. Ich kann für euch Herausforderungen machen, wenn ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare, ob ich Herausforderungen machen soll oder nicht. Ansonsten mache ich das Projekt ab jetzt zu Ende. Und dann geht es demnächst weiter mit Super Meat Boy oder ihr sucht euch oder dem Projekt, was ihr euch aussucht. Also, wir sehen uns dann demnächst. Bis dahin. Ciao.